Wer hat schon mal was vergessen in seinem Leben? Mal bitte Handzeichen. Wer hat schon was vergessen? Vielleicht mal die Abfrage. Wer meldet sich generell nie, dass ich das erstmal sehe jetzt hier? So. Ich behaupte, Sie haben noch nie etwas vergessen in Ihrem Leben. Sie haben es sich erst gar nicht gemerkt. Wenn Sie die Zahl 2 als Bild darstellen sollten, wie würden Sie das machen? Schwan ist richtig, super, da geht was hier. So, unglaublich. So, da ist er. Mein lieber Schwan. Erkennen Sie hier die 2 von der Form her? Steckt eine 2 drin, ne? Was könnten wir aus der 1 machen, wenn Sie sich eine 1 angucken? Kerze ist richtig. Gucken, was Sie bei der 3 für eine Idee hätten. Was könnte die 3 ganz spontan mal so sein? An was mussten Sie denken? Bitte? Wolke. Hatte ich auch. Ich musste auch sofort an Wolken denken. Ne? Es ist Neptuns Dreizack. Wer hätte das gedacht? Wir starten direkt mal mit einem relativ aktuellen Thema. Die letzten 11 Präsidenten der USA. Hier kommt eine Kerze und die Kerze brennt und auf einmal kommt einer mit so einer Eisenstange und er haut die Kerze aus. Das ist der Eisenhauer. Es geht weiter an einen Teich. Auf dem Teich schwimmt ein Schwan. Der kommt so auf sie zugeschwommen, nimmt seine schwarze Gucci-Sonnenbrille ab, legt den Kopf so schief, guckt sie an und sagt, sag mal, Kennedy? Das wäre der Kennedy. So, was fällt Ihnen dann zur Kerze ein? Eisenhower auch richtig. Was hatten wir beim Schwan? Kennedy auch richtig. Schlange? Gut, wer Lewinsky sagt, passt auch. Gibt auch einen Punkt. So, was war beim Golfschläger? Wunderbar. Ob Sie das jetzt benutzen, um Erledigungslisten abzuspeichern, um Argumente für Gespräche abzuspeichern, spielt gar keine Rolle. Der Inhalt ist egal, den Sie da draufpacken. Es muss nur ein Bild sein. Lernt ihr meine Fremdsprache gerade? Gut, außer den Schwaben jetzt, Hochdeutsch ist klar, aber lernt ihr meine Fremdsprache? Wie viele Vokabeln schaffen Sie pro Stunde, wenn Sie eine neue Fremdsprache lernen? 10. Also mit der Technik, die wir uns jetzt gleich ganz kurz noch angucken, schaffen Sie 200 pro Stunde, wenn Sie ein bisschen die Technik üben. 200 pro Stunde, das sind keine Riesenwerte. Ja, 100 schaffen Sie relativ schnell. So, Kubare. Komm, sagen Sie mir ganz schnell, welche Bilder da drin stecken. Kuba entdecken Sie, sehr gut. Eine Bar auch, ist klar, oder Bargeld. Eine Barre ist drin, oder? Eine Kuh hier vorne und da hinten das Reh. Sehr schön. Kuh und Barre finde ich sehr gut. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja? So. Jetzt, wenn Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie es schaffen, auf mein Denkniveau runterzukommen, dann, aber nur dann, sagen Sie, ja klar, ich weiß auch, was es heißt. Die Kuh liegt auf der Barre, weil Kuh Barre liegen heißt. So banal kann das sein.